So, ich hoffe, ihr habt das nicht in der Aufnahme, das Geröchel da. Ansonsten, ja. Schaue ich, ob ich die Stelle nachher finde und rausschneiden kann. Beziehungsweise die Stellen. Und falls ich es vergesse, dann... ja, lebt damit. So, ein bisschen Licht wäre nicht schlecht. Schön. Und wir haben immer noch Hunger. Genau. So. Was, wir hatten nur 7er Pelz? Wir hatten noch schon mehr Pelz mitgebracht. Aber den haben wir hier nirgends drin. Das wäre mir beim Aufräumen aufgefallen. Wo haben wir... Was haben wir mit dem Pelz gemacht? Haben wir da schon... Haben wir schon Pelz gebraucht? Und wenn ja, wofür? Das ist ja... eigenartig. Ich gehe da mit rein, Holz auch. Naja gut, gucken wir mal. Pelz. 96 Pelz nur für so eine Hose? Und 80 Pelz für die Brust? Oh, und wir brauchen Metallbahn. Okay. Wir brauchen viele Metallbahnen. Ich überlege gerade, ob ich mir zumindest schon mal die Handschuhe mache und die Stiefel. 40. Können wir gar nicht. Wir können uns nur eins von beiden machen. Oh, das ist aber heftig, Leute. Das ist echt heftig. Unterkühlungsisolierung 34. Hier ist das 10, also ist 3-mal so viel. Ist natürlich schon nicht verkehrt. Das ist aber wirklich hart. Das heißt, wir brauchen Metall. Ich weiß auch schon, wo wir das herholen. Achso. Ich mache hier jetzt einmal aus. Genau das finde ich schön. Und dieses Schnabelklicken, was er eben gemacht hat. Das finde ich total süß. Sehr, sehr knuffig. Sehr, sehr knuffig. Wir müssen dran denken. Ich hätte so ein Viech gerne im Haus. Ich hätte auch gerne beide davon im Haus. Aber dann denke ich zumindest immer dran, wenn ich was herstelle. Weil hätte ich jetzt eben die Pelzrüstung herstellen, könnte ich vergessen, die beiden vorher anzumachen. Also, anzumachen. Also jetzt geht's aber los. Die beiden einmal zu knuddeln. Mensch. Und, ja. Auf jeden Fall, ihr versteht, glaube ich, was ich sagen wollte. Wenn die halt neben der Workbench sitzen, dann vergesse ich es wenigstens nicht. So, du kommst mit, dann können wir ein bisschen mehr mitnehmen. Bist du leer? Ja, brauchst ein bisschen Fleisch, das kriegst du gleich von hier. So, dich müssen wir nochmal leer machen, das kannst du fallen lassen. Die behalten wir mal. Das hier kommt mal alles mit. Ach nee, das bleibt drin. Gut, Stoffhemd, das können wir glaube ich fallen lassen. Wir müssen jetzt mal kurz ein bisschen aufräumen. Damit wir Platz für Eisen haben. So, das kommt alles rein. Ja, diese dusseligen Hörner, die sind so schwer. Achso, ja, er fliegt jetzt schon. Moment. So, setz dich nochmal mit hin. Da rein. Okay, passt nicht ganz. Wir haben zumindest erstmal da drin. So, die Narco-Berries haben wir jetzt noch gar nicht mit reingenommen. Macht nichts, machen wir gleich. So, das kommt hier hin. Die Kohle kommt hier rein. Wir wollen denn jetzt ja auch gleich wieder alles ordentlich haben. Und die Pickel kommt oben hin. Ich weiß nicht, ob ihr durch mein Sortiersystem durchsteigt, aber... Müsst ihr ja auch nicht. Ich muss es ja. So. Bohrer. Ach, dann können wir den hier eigentlich mal wegschmeißen, ne? Weil wir haben denn einen neuen Bohrer. Ist ja eigentlich... Brauchen wir den nicht mehr reparieren. So, fallen lassen. Und wir haben noch einen Bogen.
würde eigentlich sagen, ein Bogen reicht, aber es ist jetzt egal. So, Fleisch. Ich muss jetzt gerade mal gucken, wo ich mit dem ganzen Kram abbleibe. Da kriegen wir ja noch ein Stack rein. Oder zumindest hier so das Stück. Bisschen was brauchen wir auch noch für die Viecher, damit sie unterwegs genug zu futtern haben. Huch. Ach ne, die wollen wir reinnehmen. Kommt zwar nur zweimal Narcotics bei raus, aber Wayne, was weg ist, ist weg. So. Dann einmal hier hoch und nee, das Fleisch nicht. So, so viel weg wie möglich. Das heißt, die Armbrust können wir hier auch zwischenlagern. Die Fackel brauchen wir jetzt eigentlich auch nicht. Die Pike behalte ich lieber bei. Die Fackel kommt hier mit rein. Fernrohr behalte ich auch einfach mal. Was soll's? Ist schon egal. So. Und so. Oder reicht das vielleicht sogar, wenn ich nur ihn mitnehme? 497 kann er tragen. Holen wir jetzt so viel? Ich weiß das nicht. Ich glaube es eigentlich nicht. Ich habe jetzt gerade so super vorbereitet und so, aber ich nehme jetzt mal nur Tyrion ohne Hodor. Weil ich glaube, dass wir jetzt gerade gar nicht so viel holen. Ich will zum ehemaligen Brontoberg und... Zumindest auf die Ecke, den Brontoberg an sich, den gibt es ja, glaube ich, so gar nicht mehr. Weiß es gerade gar nicht. Doch, den gibt es noch, aber dahinter ist, glaube ich... Ich weiß es nicht. Ich habe gerade keinen Plan. Ich glaube, das letzte Mal habe ich auch im Redwood-Biom ein bisschen Eisen geholt. Ist ja scheißegal, wo wir das herkriegen. Hauptsache, es ist um die Ecke. Und der Weg ist nicht ganz so weit, als würden wir zum Vulkan hoch. So, wieder ein bisschen links halten. Und nochmal schnell einen Schluck trinken. Ihr entschuldigt mich. Gutes Wasser. Okay, eigentlich ist es kein Wasser, sondern Apfelschorle, aber es macht ja nichts. Ist Wasser drin. Es reicht. Also da hinten diesen Sumpfausläufer, den finde ich immer noch total toll. Finde ich echt schick. Aber den Wasserfall, den würde ich gerne noch finden. Da will ich wohnen. An dem Wasserfall. Ich will über dem Wasserfall thronen. Ich weiß nur nicht, wo der Wasserfall ist. Und das macht mich traurig. Ich hätte mehr Fleisch mitnehmen sollen. Shit. Oder zumindest noch ein paar Beeren. Jetzt habe ich schon wieder Hunger. Wieso habe ich so viel Hunger, verdammt? Ich werde ja gleich noch mehr Hunger kriegen, wenn ich am Hacken bin. No, Hauptsache mein Vogel hat Hunger. Nein, Hauptsache mein Vogel hat Futter und kein Hunger. So schaut's aus. Ja, mein Magen fängt langsam an zu knurren. Macht nichts, wir werden es überleben. Ansonsten pflücken wir zwischendurch nochmal ein paar Beeren und dann kommen wir auch über die Runden. Back to the basics. Vielleicht stolpern wir jetzt ja auch zufällig über den Wasserfall. Und da vorne, also da unten rechts, ist ein kleiner Grafikbug. Ich glaube nicht, dass das so gewollt ist. So, hatten wir hier nicht auch irgendwo schon einen Berg mit Metall? Hier, irgendwo? War das nicht so? Okay, das sieht ja schon recht nice aus. Aber wenn man hier direkt runter ist, dann war es das auch schon wieder mit nice. Ich halte nochmal nach Beeren Ausschau, nur oberflächlich, aber vielleicht finden wir ja noch einen.
Also, was man da an Pelz braucht. Also, ich weiß, dass das schon immer viel war, aber ich hatte nicht mehr im Kopf, dass das so viel ist. Also, ja. Und ich hatte auch nicht mehr im Kopf, dass wir nur noch 7 Mal Pelz zu Hause haben. Also, ich habe irgendwie im Kopf, dass wir ja auch schon ein bisschen was gesammelt hatten. Und nicht nur 7. Deswegen frage ich mich gerade, wo der Rest ist, was wir damit gemacht haben. Ich meine, wir müssen damit ja irgendwas gemacht haben. Ne, es verschwindet ja nicht einfach. Aber was wir damit gemacht haben, das würde mich doch mal brennend interessieren. So. Und gleich wieder... Knapp, 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 knapp. Zu süß. Finde ich total putzig. So, und es ist doch eigentlich ganz schön, dass wir unsere Rüstung gefärbt haben, weil wenn wir hier jetzt so sitzen, dann sehen wir das und eben beim Schlagen sehen wir das. Das ist doch eigentlich ganz nett. Da weiß man wieder, warum man das früher schon gemacht hat. Außer als Erkennungsmerkmal. Wobei das Erkennungsmerkmal ja auch eher auf die Dinos, also auf die Dino-Sättel zutraf, dass man weiß, wem welcher gehört. Bis auf die allgemeinen Dinos halt, aber auch die waren ja entsprechend gekennzeichnet. Auch wenn sich nicht immer jeder dran gehalten hat, fand ich schon sehr schade. Da ist mal ein Dino dabei draufgegangen, der, ich sag jetzt mal, gediebstählt wurde. Und der war einem Mitspieler sehr, sehr lieb eigentlich. Und tja, das war's denn. Draufgegangen, nicht drauf aufgepasst und blöd. Deshalb war die Kennzeichnung da. Für Dinos, die man eigentlich nicht so unbedingt gern teilen musste, wollte. Und das sah gerade so unter der Brust von Tyrion sehr, sehr weich und flauschig aus. Nee, diesmal macht er es nicht. Immerhin geht das mit dem Metallsammeln recht gut voran. Das geht ja einigermaßen fix. Das ist aber auch gut so, denn Metall brauchen wir ja anscheinend schon immens viel. So. Ansonsten, falls wir den Wasserfall nicht finden, habe ich vor, in der Nähe zu bauen, wo wir damals gesiedelt hatten. Weil ich die Stelle eigentlich ganz schön fand. Da an dem Wasserlauf hier im Prinzip direkt. Und oh, das mochte ich da eigentlich ganz gerne, die Stelle. Aber eigentlich würde ich es ja auch schön finden, wenn man hier denn so ganz woanders siedelt. Deswegen hatte ich ja auch eigentlich schon die Klippe so in Augenschein genommen. Oh, sieht der geil aus. Ich habe jetzt nichts mit, verdammt. Aber 21... Der sieht ja wohl richtig nice aus. Oh, obwohl der 21 ist, würde ich ihn sogar mitnehmen, aber... Oh, ich habe halt jetzt gar nichts dabei. Scheiße. Ich habe auch gerade vergessen, dass wir ja auch noch unsere Katze eigentlich haben, die auf uns wartet. Level 9. Oh, also dieses Schwarz und Blutrot, das sah ja richtig, richtig nice aus. So einen hätte ich gern. Ah, erstmal die Crate. Nicht, dass sie gleich wieder futsch ist. Das wäre ein klein wenig ärgerlich. Ganz klein wenig. So, dann setz dich mal hin. Toll. Huch. Ich wollte raus, aber... ja. Das hat sich gelohnt. Aber dass ich jetzt wirklich alles zu Hause gelassen habe, weil ich dachte, oh, wir gehen ja nur Eisen sammeln, da kommt ja sowieso nichts. Wir suchen ja auch gerade gar nichts. Ja, und dann läuft einem das gesuchte etwas nämlich über den Weg, von dem man gar nicht wusste, dass man es sucht. Mann, sah der gut aus gerade. Ja, findest du auch, ne? Ja. Gott, haben wir jetzt viel Eisen.
Wir haben jetzt schon richtig viel Eisen und trotzdem ist Tyrion noch ziemlich entspannt. Also ich glaube, da brauchen wir uns keine Sorgen zu machen, dass wir irgendwie mal mit zwei Vögeln los müssen. Das klappt so eigentlich ganz gut. Okay, da komme ich jetzt noch nicht an. Ein seltener Pilz. Ich würde ganz gerne... Ja. Tyrion, entschuldige, ich musste mal eben den Boden unter den Füßen wegschlagen. Es tut mir leid. Aber das muss einmal sein. Und ich kann mich gleich nicht mehr bewegen. So, ach, er bleibt einfach da oben schweben. Das ist natürlich auch eine super Möglichkeit, wenn man es denn kann. Ich will noch einmal den Vogel sehen. Oh, der sah so gut aus. Ja, und genau das habe ich nämlich befürchtet. Die Viecher, die findet man nicht wieder. Nee, das ist er nicht. Wieder Taste gucken. Doch, das könnte. Doch, das ist er, das ist er. Und der auch noch ein Weibchen. Oh, so schick. So unglaublich schick. Ich warte hier nochmal, dass die Crate unten ist. Die können wir dann gleich nochmal mitnehmen. In der Hoffnung, dass die Katze da unten an sich hält. So, na gut, immerhin Wasserglas und... Oh, sie konnte nicht an sich halten. Das war so klar. Blödes Vieh. So, aber ich glaube, wir haben jetzt erstmal genug Metall. Wir können jetzt langsam wieder nach Hause. Und ich habe Hunger. Das musste ja kommen. Ich muss gleich mal irgendwo anhalten, wo ich mir ein paar Beeren pflücken kann. Ja, das ist hier im Redwood-Biom natürlich schlecht.